Ido das schimmlige Brot übergeben. Ich habe etwas Brot aufgetrieben. Das sieht irgendwie komisch aus. Soll ich es wieder mitnehmen? So, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Elex, dem Spiel, wo es um alles geht. Um Leben und Tod, um Sklaverei und Vergewaltigung, um Brutalität in der Natur und in der Gesellschaft. Also, ich habe mich ein bisschen erkundigt, wo der Schlund zu finden ist, und dann werden wir uns auch gleich mal dorthin auf den Weg begeben, wenn das so richtig ausgesprochen wird. Ich denke mal schon. Also, dafür müssen wir zum Ausgang. Also zum Eingang, nicht zum Ausgang. Also es ist ja eigentlich dasselbe hier, der Eingang und der Ausgang. Ich gucke jetzt nochmal ganz schnell. Ja, genau. Das ist nämlich, hier ist der Schlund, genau hier. So. Und, genau. Durch den Jetpack ist es eigentlich relativ einfach, da reinzukommen. So. Immer schön von Stein zu Stein hüpfen und bloß nicht aufpassen, dass wir hier das Treffgewicht verlieren. Oh, ey, ja, das war knapp gewesen. So, ganz ruhig, mein Freund. Hier ist sogar ein richtig schöner Vorsprung. Von hier kommt man einfach in den Schlund rein. Also das ist einfach so eine Abfallgrube, wo Elektroschrott drin liegt. Genau. Guck mal, hier ist sogar die Drohne. Ui, da ist sogar so eine Drohne. Kann es sogar sein, dass das die andere ist, die uns gehört? Analyse. Crony U4, ja voll. Crony, hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse, Absturz, Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Tja. 8% also. Tja. Dann hast du mich ja ziemlich schnell aufgegeben. 8% also? Tja. Dann hast du mich ja ziemlich schnell aufgegeben. Neuberechnung. Überlebenswahrscheinlichkeit. Keine Abweichung erkannt. Schon gut, lassen wir das. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Ist offenbar etwas komplizierter. Am besten ich starte den Wartungsprotokoll. Genau. Am besten ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, ui. Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Also. Mission Wartungsprotokoll. Wollen wir mal ganz schnell gucken? Also, Crony U4 ist stark beschädigt. Ich habe sein Wartungsprotokoll gestartet, damit er eine Reparaturstation aufsuchen kann. Ich sollte ihm bei Zeiten folgen, um zu sehen, ob er noch als Begleiter taugt. Aber nicht jetzt, wir sind einfach wirklich noch zu schwach. Aber jetzt müssen wir erstmal diesen Sender oder was auch immer nochmal. Oh, hier ist ganz viel Zeug, Elektrozeug, was die weggeworfen haben, glaube ich. Da kann man einfach klettern. Goldbrocken, cool. Was haben wir hier? Elixid. Oh, wenn das nicht das Teil ist, was wir brauchen. Bewegungssensor, perfekt. Aber hier ist noch mehr. Metallschrott, Elixid. Was auch immer das ist. Schwefelbrocken. Presslufthammer, wofür auch immer man das braucht. Energiespeicher, noch mehr Elixid, Drohnen, irgendwas, Antido, irgendwas, keine Ahnung. Jetzt noch mehr, oder? Nee. Ich möchte jetzt schnell mal das Inventar kurz aufrufen. Genau. Wo haben wir denn... Da, reines Elixid. Kann man entweder verkaufen oder...
Frostresistenz steigt. Guck, Kälte gestiegen. Was auch immer das bedeutet, das werden wir vielleicht noch erfahren. Weil je nachdem auch, was wir antworten, steigt ja unsere Kälte oder sinkt. Und ich habe das Gefühl, wenn die Kälte steigt, handeln wir mehr so zu den Gunsten der Alps, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Deswegen, und das finde ich ja gut. Ich will ja dahin zu den Leuten wieder, zu meinen Kumpanen. Ich will dann wieder ein bisschen mit der Technik rumspielen und nicht wie hier der letzte Mumpips da in, zwischen den Steinen und den Bergen rumkrabbeln. Das wollen wir ja nicht. Also, dann begeben wir uns doch mal. Das ist ein bisschen hoch. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt von da hinten zu dem hinlaufen, dass er uns den Arsch aufreißt. Halt. Na, ist okay. So. Ich bin gerade am Überlegen, zu wem wir hin müssen. Ah ja, genau. Ich weiß wohin. Einen Moment, kurz Karte. Genau. Zu Gormak müssen wir hin. So. Schön markiert. Wenigstens habe ich jetzt einigermaßen verstanden, wie das mit der Map funktioniert und mit den Questanzeigen. Oh Mann. Laden wir schnell ein bisschen auf. Und dann... Ah, wir fliegen einfach hier drüber. Das sollte reichen. So. Ah, es reicht sogar so. Oh, wie dumm kann ich sein? Oh, nee. Oh, scheiße. Oh, wir sind wenigstens noch hier. Aber trotzdem. Oh, so mühsam. Oh, ach, leck mich doch am Arsch, ihr leck. Könnt mich mal ein Bastard, ey. Ist jetzt so dumm zum Laufen oder was? Da noch ein bisschen Brockenzeug da, der Presslufthammer. Metallschrott, Elixit. Noch irgend sowas. Da haben wir noch was gehabt. Drohnenkontrolle. Energiespeicher, Elixit. Komm, das reicht mir. Ach, ich mach's jetzt trotzdem so. Der sieht uns ja sowieso nicht. Hi. Verschwinde von hier. Du hast mir nichts verloren. Okay. Lass mich durch. Lass mich durch. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ohne Befugnis hast du hier nichts verloren. Und jetzt verschwinde. Ah, super, jetzt stehen wir auf der anderen Seite. Gut. Oh, wir können es ja auch gerade ein bisschen schneller machen, indem wir uns da hoch teleportieren. Oh, ich sollte öfters mal probieren, daran zu denken. So, jetzt haben wir für ihn den Bewegungssensor besorgt und jetzt sollte der für unsere liebe Kollegin in der Schenke da unten arbeiten. Ich habe den Bewegungssensor für dich. Sehr gut. Ich werde meine Männer damit ausrüsten neue Stufe. Und zu Sinder schicken, sobald sie bereit sind. Sag ihr, sie kann auf die Unterstützung des Hartrans zählen. Sehr schön. Und wir haben auch eine neue Stufe erreicht. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit gibt deine Agilität und Gewendigkeit... will ich nicht. Gerissenheit, Intelligenz. Nee, ich gehe wirklich jetzt noch ein bisschen so voll auf Stärke und Kondition. Konstitution. So. Verwerfen, übernehmen. Jetzt haben wir 3 Lehrpunkte. Das verstehe ich halt aber wirklich nicht, ne? Weil, aber es kann auch sein, dass ich das beim Lehrer lernen muss, nehme ich mal an. Nahkampfwaffen. Guck mal hier. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Ja. Hier kannst du für deine Lehrpunkte neue Fähigkeiten erwerben, sofern deine Attribute hoch genug sind. Gut, ich habe 3 Lehrpunkte. Ah, für das braucht man Geschicklichkeit. Scheiße. Ah, da reicht was. Angriffsstärke. Erhöht den Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Ja. Sehr schön. Das geht auch noch. Granaten. Nee, hab jetzt keine Lust auf Granaten. Okay. Cool. Dann haben wir das jetzt auch herausgefunden, wie das funktioniert. Ich will doch den Bogen haben. Das sieht doch um einiges besser aus. Jetzt müssen wir... zu unserer Kollegin...
wenn mich das nicht rasch täuscht, ist die da unten. Jawohl. Ich sehe ein bisschen aus wie Arrow von der Marvel-Serie. So mit Kapuze wie so ein richtiger Waldläufer von Herr der Ringe oder so, keine Ahnung. Okay. Da sind sie, genau. Also. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Der Hammer-Clan wird dich unterstützen. Ja. Wirklich? Ach, du hast Cormac tatsächlich überredet? Ja. Es lohnt sich wirklich. Das ist ja hervorragend. Ich habe noch etwas Elixit in der Hinterhand. Was willst du für deinen Dienst haben? Gib mir 300 Elixit. 100 sind liquid. Gib mir, was du für angemessen hältst. Ja, genau. Gib mir, was du für angemessen hältst. Das hier war eigentlich die Bezahlung für die beiden Männer vom Eisenclan. 250 für den einen. Und 250 für den anderen. 500 Splitter. Und gib nicht alles auf einmal aus. Ich will handeln. Schon noch ein bisschen verkaufen. Ich will handeln. Gut. Sieh dich schnell nur um. Verkaufen. Ah, das Beil können wir jetzt immer noch nicht, gell? Schaden. Nee, wir brauchen noch mehr Stärke und Konstitution. Rostige Axt und Bogen. Ja, gut, okay. Drohnenkontrolle. Verbrauchbarer. Ja, Brause, Wein, Apfel, rohes Fleisch. Halttrank bald ich. Was, wer schreibt mir denn da? Okay, starke Energiespeicher. Das heben wir auch nochmal auf. Heiltrank, Mana-Trank tue ich mal weg. Elix-Trank tue ich auch noch. Das tue, ja, verkaufen wir noch. Auch diese Pflanzen, das sowieso. Antioxin. Unter dem Einfluss von Stims erhältst du einen Malus von 50% auf alle Erfahrungen. Oh! Cool, dann hebe ich noch auf. Reines Elex. Kralle, Elektroschrott. Ich glaube, das kann man gut brauchen zum Basteln vielleicht. Ja, genau, das hebe ich noch auf. Schwefelbrocken. Magnesiumfackel, die können wir verkaufen. Presslufthammer. Ah, hiermit. Man kann damit Mineralien aus Gestein fördern. Dann hebe ich die sicher noch auf. Hammer, Krug, verkaufen wir. Kelch und die Pfeile behalten wir. So, was haben wir denn zum Kaufen? Hätte ich hier noch irgendwas? Eine Zwinge? Ja, nee, will ich nicht. Rüstung hat sie auch nichts. Oh, die hat wieder Holz, einfache Pfeile. Die kann ich immer gut gebrauchen. Sehr schön. Gut. Möchtest du den Handel abschließen? Ja. Sehr schön. Gespeichert hat es auch automatisch. Leute, wir kommen langsam echt vorwärts. Das gefällt mir. Was haben wir denn noch für Aufträge? Muss ich mal schnell gucken. Wo haben wir das hier? Oh, verdammte Technik. Scheint... Nein, das will ich nicht. Wartungsprotokoll. Crony? Nee, das will ich auch noch nicht. Ah, hier. Der Warlord Draken hat seine Stadt Goliath nicht mehr im Griff. Nee, warte, der hatte doch mir noch so einen anderen Auftrag gegeben gehabt. Oh, guck mal hier. Ich könnte doch... Jetzt lass mir das mal auf der Karte anzeigen, dieser Vorposten der Alps. Lass die Technik lieber stecken. Hier? Vorposten der Alps. Ah, ja, nee, die haben mich ja angegriffen, als ich da hingegangen bin. Das weiß ich ja noch. Ja, ich wollte es mal probieren. Ich dachte, vielleicht gibt er mir noch einen anderen Vorschlag. Schade. Also kommen wir auf jeden Fall jetzt erstmal nicht zu den Alps. Aber ich hatte noch diesen Auftrag gehabt, diesen Typen außerhalb der Stadt zu finden für Ragnar. Edan. Das Gesetz des Berserkers. Ah, hier, Ragnar sagt bla bla bla. Hier, Irdor, genau. Komm, sag mir mal, wo der ist. Ja, guck mal, wie schön die mir das jetzt anzeigen. Super, so ist es doch viel einfacher. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Gut, vielleicht bin ich auch nicht gerade der Schlauste oder die hellste Leuchte hier im Regal, aber ich hab's rausgefunden und das ohne Hilfe. Also dafür, Leute, müsst ihr mir mal einen Daumen nach oben geben, oder? Nur dafür schon. Also, weiter geht's. Oh, ich habe keine Heiltränke mehr im Inventar. Warte, das will ich noch schnell machen. Rüstung. Hä? Bin ich jetzt... Ah, hier. Tränke. Großer Heiltrank. Heiltrank. So, auf die 2 setzen. Auf die 4 setzen. Okay. Dann muss ich jetzt weiter. Wo geht's am besten hin?
So. Immer schön zum gelben Pfeil. Ach, da kommen wir nicht hoch. Okay. Ich hoffe, wir überleben den. Scheiße, da hinten ist ein Gegner. Wo ist denn das Viech? Ich kann schwören, hier war gerade was. Wer schreibt denn da? Ganz ruhig. Ja. Sehr schön. Den haben wir gut erledigt. 25 Erfahrung. Oh, das sind wieder die Gegner. Da muss ich aufpassen. Okay. Wir müssen halt echt langsam machen. Weil hier musst du echt bei jeder Ecke aufpassen, dass du hier nicht auseinandergenommen wirst. Und ich, Depp, wollte noch am Anfang auf Schwierigkeitsgrad schwer spielen. Ich spiele auf normal und werde ja voll zerrissen. Diese Raptoren da hinten, die sind einfach abnormal stark. Okay, Gegner in der Nähe. Ich sehe nichts. Oh, da ist wieder ein Raptor. Ich sehe ihn, ja. Okay, den können wir umgehen. Ist das der? Ja, wir haben ihn gefunden. Sehr schön. Irdor. Hey, du bist doch hoffentlich nicht hier, um dich am Weltenherz zu vergreifen. Oder wurdest du abgeurteilt, mit mir den Dienst zu verrichten? Nichts von beiden. Nichts von beidem. Oh, dann nichts für ungut. Seit dem Erstarken der Alps halte ich lieber die Augen offen. Das Weltenherz in dieser Gegend untersteht also deinem Schutz. Das will ich meinen. Früher hätte ich es einfach verdorren lassen. Aber mittlerweile liegt mir viel daran, dass es wächst und gedeiht. Das Leben als Setzer des Hammerclans hat wohl seine Spuren hinterlassen. Hier, wie steht es um die Sicherheit des Weltenherzens? Wie steht es um die Sicherheit des Weltenherzes? Von den Alps geht für den Moment keine Bedrohung aus. Auch wenn das sicher nicht auf alle zutrifft, meiden die meisten von ihnen diesen Ort. Scheinbar bekommt ihnen die Macht unserer Herzen nicht. Wäre gut, wenn die Viecher das genauso sehen würden. Aber klagen kann ich eigentlich nicht. Dann kann ich Ragnar sagen, dass er mich umsonst geschickt hat. Du kommst von Ragnar? Ach, wenn das so ist. Wenn du dich wirklich nützlich machen willst, dann gibt es was zu tun. Es ist auch ganz einfach. Zwar nicht so spannend wie eine Unholdjagd, aber Arbeit ist Arbeit. Wir kriegen hier seit einiger Zeit nämlich nichts mehr zu beißen. Und nur mit gutem Willen stehen wir die Arbeit am Weltenherz nicht durch. Okay. Woher bekommt ihr eure Ration? Blablabla. In welchem Sinne hat es hier... Okay. Ich besorg dir was zu essen. Ich besorg dir was zu essen. Wirklich? Da könnte einiges an Laufarbeit auf dich zukommen. Du müsstest zurück nach Goliath und Sinda überreden, dir etwas mitzugeben. Sie ist langsam kenne ich die Namen, das ist echt geil. Ein- und Ausgänge. Nur überwacht sie alles wie ein Rudel Raptoren ihre Jungen. Kein Problem. Wir können es ja porten. Kein Problem. Ja, das sagst du jetzt. Aber versuche erst einmal, sie zu überzeugen. Sie ist so stur, an ihr würde sich sogar der Pilger die Zähne ausbeißen. Du könntest natürlich auch einfach etwas Setzerbrot sammeln. Das Zeug wächst überall. 4 Dutzend sollten reichen. 4 Dutzend? Ja, die Arbeit macht hungrig. Aber weißt du was? Machen wir eine runde Summe daraus. Bring mir einfach 50 Stück.
Dann kannst du dir den Weg nach Goliath sparen. Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Ido das schimmlige Brot übergeben. Ich habe etwas Brot aufgetrieben. Das sieht irgendwie komisch aus. Soll ich es wieder mitnehmen? Nein, nein. Es wird uns schon satt machen. Wie viele Splitter hat dich das gekostet? Nichts. Moment, das hast du aber nicht von Sinda, oder? Normalerweise ist sie doch sonst nicht so spendabel. Sie hatte keinen Bedarf dafür. Komisch. Aber kann mir ja egal sein. Hauptsache, wir werden satt. Dafür, dass der Magen wieder voll wird, hast du dir meine letzten Splitter verdient. Hier, das ist angemessen genug. Oh, 200 Splitter, 400 Erfahrung. Ganz geil. Das reicht, danke. Das reicht, danke. Gut, ich hätte sonst wirklich tief in die Tasche greifen müssen. Und man will ja noch was zum Leben haben. Also, soll ich jetzt trotzdem noch den Essen besorgen, oder weil ich dem das ja schon gegeben habe? Haben wir den Auftrag noch? Nö, sieht nicht danach aus. Okay, ich kann höchstens jetzt nochmal schnell zu Sinda mich teleportieren. Wir haben ja nicht zufällig einen Teleporter in der Nähe. Nee, ich muss dann echt alles auch wieder zurück. Ja, aber mir zeigt es den Auftrag ja auch gar nicht mehr an. Ich glaube, wir sind hier echt fertig. Gehen wir mal zu Ragnar. Reden wir noch mit dem und dann... Ist für heute auch schon wieder leider Schluss, meine Lieben. Du, 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 du. Was meine Unterstützung angeht. Ich habe mich um Irdor gekümmert. Und? Gab es Probleme? Nicht der Rede wert. Dann verrate mir mal, warum ich von den Setzern Beschwerden zu hören kriege. Nach allem, was ich raushöre, hast du ihnen irgendeine Chance aufgetischt. Es wird Tage dauern, bis sie wieder ihre volle Leistung bringen. Und meine Belohnung? Du? Eine Belohnung? Sei froh, dass ich dir nicht das bisschen Elixit abknöpfe, das du ich ihm das verschimmelte Brot gegeben habe. Wer kann denn das ahnen? Jetzt frage ich mich, wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Von der Aktion mit Irdor und dem Proviant sprechen wir besser nicht. Da hast du auf ganzer Linie versagt. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr einschleimen. Streng dich an. Na gut. Ich wüsste ja noch ein paar Leute, mit denen ich reden könnte. Ja. Also, meine Lieben, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, überlasst mir doch ein Däumchen nach oben. Und wenn nicht, dann ein Däumchen nach unten. Ja, und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein, wenn es darum geht, da ein bisschen Unruhe in Goliath zu stiften. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif und habt einen schönen Abend.